ersten Raritätenbestellung 2016. Wie ihr sehen könnt, schönes großes Paket geworden. Der gute Effects Firework hat mitbestellt. Das ist richtig. Genau. So, dann werden wir das mal aufmachen. Darf ich das öffnen für dich? Natürlich. Ich habe hier so eine Edelstahlklinge. Warte mal. Ja, thanks. Das Messer ist endlich mal geöffnet. So, machen wir das Paket auf und los geht's. So, das Paket ist endlich offen. Wie ihr sehen könntet, war es sehr gut verpackt. So, haben wir schon mal schön Verpackungsmaterial. Super Bomber 2. Sehr schön. Alter Schäde. Ich glaube, ja. Das hier ist deins alles in deinem Beutel. Das ist gut möglich, ja. Alter, also, mach erstmal deinen Beutel auf, ne? Ja. Wie viel hast du bestellt? 10 Stück sein. Einmal mit grün, einmal mit rot, ne? Geiles, ja. Backcover. Also die grünen hier. Gutes Backcover. So, dann haben wir hier. Ja, die wunderschöne Beschreibung von denen. Von der Sitzung wieder. Richtig geil. Geil verpackt auch, ne? Auf jeden Fall. Gute Idee. Auch 10 Stück. Dann hier. Ja, 2x6 Stück, die feiste ist da noch. Haben wir nie gehabt. Sieht man auch nicht auf. Stimmt. Und die Beute. Und die Beute, da ich viele. Hier haben wir Schwärmer A, 40 Mal. Und hier Schweizer Kramer. Die Gelb. Und die Nico Kanusha Kaliber C. Auf jeden Fall, dafür. Und? Wenn die Vitrine das so anbieten, oder? Ja. So, weiter geht's mit der ersten. HE oder Display oder so? Display. Ja, was ist das? Gute Frage. Machen wir schnell die Folie ab nach dem Cut, ja? Genau. Das ist schon so, was, ne? Folie ist ab. Das schauen wir mal rein. Das ist ja schick, oder? Gut. Geil, geil. Sehr geil. Schön alt. Schön mit dem alten Ego-Logo. 10 Stück haben. Ja. 10, 5, 5, 5, 6, 12. 12. Dann geht's weiter mit dem. Kuckuck, Kuckuck. Goldkeller. Auch noch sehr schön gepackt. Eine größere Variante. Willst du auch aufmachen? Nö. Dann. Der letzte Artikel. Das Highlight für mich. Tatsächlich. Turbo Sun Duo von Lego. Richtig geiler Sun. So, offen. Was? Ja, das ist also. Also, ich habe das Sinn so noch nie gesehen, irgendwie bei der Vitrine oder so. Hersteller China, NATCNP. Sagt mir auf jeden Fall viel. Auf jeden Fall viele Teile noch. Auf jeden Fall. Gut, dann ist der erste Beutel alle. Jetzt geht's mit dem Effektsfeuerwerk. Effektsfeuerwerk, Alter! Effektsfeuerwerk, seine Bestellung weiter.
Ich kann nicht. Wo ich anfangen soll, am besten hier. Vor allem, ich habe ohne Folie, was denn hier da ist. Wollen wir das scheiß Messer? Bestimmt auch 12 Stück oder 10. Weiß ich nicht. Aber nicht vermischen, ne? Immer hier. Woanders hin, hallo. Pyrofuchs. Oh. Profi. Ne? Ja, wieder ein Wunderbeutel. Mit diversen Artikeln. Auch Sperma A und kann man schlapp zylindrisch C. Besten. Im Besser haben. Kannst da hier rum. Gut. So. Weiter geht's. Wieder mal die Kugel. Von Keller. FKW Keller. Müssen wir uns ja nochmal genauer angucken, was jetzt hier noch draufsteht. Denn hier. Neueste Confetti-Artikel. Den haben wir hier einen Space Twister. Geht's auch hier weiter mit. Mit Green Backcover. Richtig geil. Dann geht's hier weiter mit. Wieder mal Kugelsuppe. Im Einzelkarton noch. Ist auch richtig geil. Ein paar Mal hier. Müssten 8 Mal sein. Haben wir 4. Nochmal 4. Die eignen sich auf jeden Fall gut in der Vitrine. Oh, hier. Noch mehr drin? Eine mit roten Backcover habe ich noch, muss man dann tauschen. So, dann geht's hier weiter mit. Kanonschläge. Von Beko. Müsste ja aktuelle Woche sein. Aber, sehen noch gut aus, ne? Ja. Geht. Ich hab die einfach mal auf gut Glück gekauft. Ich hab noch ein bisschen Budget da. Dann hier. Eine Strahlensäule. Von Komet. Mit einer der schlechtesten Sonnen. Wird ja gesagt. 59 Cent steht noch drauf. Pinselstrichlöser. Dann. Multi-Effekt von dir. Oh! Wieder von Keller. Ganz wirklich. Also wirklich richtig geile Artikel. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Mhm. Und jetzt war das eigentlich schon alles. Oh ja, haben wir sogar noch. Deutsche. Was? Na, warum? Und dann haben wir hier noch. Leuchtet. Und dann machen wir jetzt auch nochmal auf. Snaffelcut. Ja, alter Junge. Was? Was steht denn? So. Überwältigender Anblick. Alter Schwede, ey. Was? Propo Pure Fontäne von. Haben wir 2 Stück. Dann hier. Music Star. Ich glaube FKW Keller, oder? Ne, auch Feißle. Auch wieder geil. Dann hier jede Menge. Wie sind das? 10? 12, 4, 6, 18, ja. 10 Stück. Noch eine Junior Chico. Dann. Dann hier. Ein schönes Set.
Keller, den alten Keller von dem. Das war schon neu gelabelt, ne, aber älteres Zeug drin. Auch super geil. Also, dann geht's hier weiter mit. Wieder auf die Zunge gewohnt. Ob die so aussehen wie aus dem Display, weiß man nicht so genau. Also hier einer meiner Lieblingsfontänen. Yeah. Was? Mega, 5. 4 Stück. Füße sind auch hier dazu. Riesenfontänen von Nito. Wirklich geil. Schön groß. Jupp, kein. Und dann als absolutes Highlight die letzte Fontäne. Die Superfontäne von Feist. Sieht auch wirklich richtig edel aus. Schön altes Design. Ist ja wie die Chugo Chugo Plus ungelabelt halt, ne? Genau. So. Bauen wir das noch auf? Bauen wir es auf und dann gibt es den Gesamtüberblick. So, jetzt seht ihr hier diesen schönen Anblick von unserer Bestellung. Richtig viel geworden für einen sehr guten Preis. Oder Effektfarbe. Sag mal was. Ne, auf jeden Fall sehr geile Artikel. Ich habe jetzt auch ein paar meiner Lieblingsfontänen ergattern können. Ich hoffe, du bist auch zufrieden. Auf jeden Fall. Hat alles gut geklappt. War hier für privat bestellt. Richtig. So, dann danken wir euch fürs Zusehen. Die nächste Bestellung vielleicht auch bald. Gut. Deiner Spoiler auf meine. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Lasst den berühmten Like da. Auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen. Und schaut einen Effektfernseher vorbei.